Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück hier bei Diminish Cap Randomizer. Es geht weiter im Windpalast und ja, heute ist der Plan Boss klatschen und ein bisschen Nebenstory-Quest-Zeug erledigen. Alles, was ihr mir so in die Kommentare geklatscht habt. Ich hoffe, das kriege ich alles hin, diese Folge. Ansonsten geht natürlich auch die nächste Folge noch viel drauf. Okay, wir gehen mal in den Boss-Raum und gucken mal, wie uns geschieht. Das ist ja jetzt so ein komischer Manta-Rochen oder wie man den nennt. Ich glaube, Flugumhang und Schwert braucht man. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Ich glaube. Okay. Wie war das? Genau, wir gehen erstmal hier runter. Und ich glaube, wir müssen... Wir müssen alle Augen auf einmal treffen. Das ist schon mal Fazit. Richtig schön reinbashen. So, ich glaube jetzt müssen wir auch auf den drauf hier. Weil der kippt jetzt kurzzeitig einmal runter. Ah, okay. Und da müssen wir scheinbar drüber springen. Bam. Okay. Sehr schön. Und dann einmal hier hoch. So, wir laden mal auf und dann... Zack, zack, zack. Kombination und rein da. Noch eine Runde? Es sieht fast so aus. Jo, nochmal dasselbe Spiel. Okay, und da haben wir auch das wieder geschafft. Einmal hier hoch, bitte. Und kommt das Auge direkt? Ja, ne? Oder? Ah. Den Boss ohne Damage zu kriegen, ist glaube ich auch eine Kunst. So, und da geht's weiter. Okay, wir müssen so, so und so. Hit. Boah, jetzt kommt es aber auch angeflogen hier. Nö. Das war gut, das war gut. Ich glaube aber noch eine Runde, ne? Jawohl. Und rein da. Sehr schön. Aber das läuft gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich glaube, wir hatten da schon schlechtere Phasen. Nee, ich muss hier drauf. Alter. Holy shit. So, jetzt greift er gar nicht mit seinem Schwanz an. Okay. Der erste scheint down zu sein. Ich krieg sogar ein Herzchen. Wunderbar. Oh. Yo, wir haben gewonnen. Geilo. Ja, das ging ja, ne? Es ging ja. So, dann bin ich mal gespannt, was wir hier Schönes noch absahnen. Theoretisch zwei Items, oder? Erstmal schön fett Kohle. Wow. So. Wir haben alle Dungeons damit besiegt, würde ich sagen. Großen roten Rubin. Und der... Jawohl. Hä? Perfekt. Einfach perfekt. So, dann können wir das hier ja auch. Weil das haben wir ja. Haben wir ja gemacht. So, hier wäre der Herzcontainer wahrscheinlich. Und damit sind wir dann auch durch. Wo bringt mich das grüne Ding hin? Wieder zum Eingang. Perfekt, Leute. Wir haben es geschafft. Der Dungeon ist damit auch erledigt. Unser, ja, unsere Itemliste drüben sieht ziemlich gut aus. Uns fehlt halt wirklich nur noch der Schild, der Bumerang und Herzteile. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Und diese eine goldene Statue von der Mi-Nintendo-Galerie. Das sind so die Dinge, die aktuell noch offen sind. Aber wir haben jetzt auch ein paar Punkte auf der Karte, die wir noch erfüllen wollen.
Ich rede nochmal kurz mit den Leuten hier. Vielleicht geben die noch irgendwas. Nö. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was herkriegen, ne? Vor allem, wir haben halt so viel mit Schilden und so, irgendwelche Deko-Kerle, die da noch rumstehen und irgendwas machen wollen mit uns. Uns irgendwas verkaufen wollen. Das konnten wir halt die ganze Zeit nicht machen, ne? Das ist halt echt traurig. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht demnächst mal Abhilfe schaffen. Also das Schild ist schon echt wichtig. Den müssen wir dann auch noch upgraden. Ich hoffe, da kommen wir bald zu. So. Okay, aber wir kriegen hier leider nichts mehr. Schade. So, aber nichtsdestotrotz, ich gehe hier nochmal raus. Und jump hier nochmal runter. Denn ihr habt hier gleich mal geschrieben. Wir hatten nämlich in Folge 22, habt ihr mir geschrieben, bei Minute 16,8, das war glaube ich der TJ. Da ist noch was, was wir uns mal angucken müssen. Da war irgendwie nochmal so eine offene Lücke. Da soll ich nochmal kurz vorbei schniegen. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Man muss nicht ewig rumsuchen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hoch. Und dann müssen wir irgendwie nach unten. Oder wie war das? Ich glaube sogar... Warte mal. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Punkte offen. Die werden wir jetzt abklappern. Ihr habt mir ja fleißig Kommentare geschrieben in den letzten Folgen. Ich habe ja auch ein bisschen vorweggegriffen, das alles. Und ich glaube, ich muss hier durch. So, und ich glaube, hier einmal nach unten. Und da wurde, glaube ich, gesagt, da muss ich nochmal irgendwie nach links. Da in diese Lücke rein. Hallo? So. Da war ich wohl noch nicht. Hä, aber da ist ja auch nur ein Loch. Nö, da scheint nichts mehr zu sein. Ich glaube, das hat sich hier schon erledigt. Und wenn wir da von der rechten Seite kommen, da ist glaube ich auch nichts weiter, oder? Wir gucken nochmal kurz. Nö, da ist nichts weiter. Da ist zwar so eine Lücke mit einem Loch. Aber da war jetzt nichts. Also das hat sich auch schon erledigt. Hier ist nichts weiter zu holen. Was sei denn, hier ist noch irgendwo was, aber nö. Gut, dann sind wir hier nämlich auch durch. Dann spiele ich mal unser Flötenlied. Dann müssten hier in den Wolken nämlich nichts mehr, keine Items mehr zu finden sein. Ich hoffe es zumindest. So, ich würde sagen, wir machen das erstmal ganz kurz mit der Quatschbirne. Es wurde nämlich auch gefragt, warum wir nicht mit dem Typen mal quatschen. Es ging nämlich nicht, weil wir die Quatschbirne nicht hatten. Der hat uns nicht verstanden, der Typ. Aber das können wir jetzt Gott sei Dank endlich nachholen. Das müsste ja direkt der hier sein. Richtig? Jetzt redet er nicht mit mir. Ja, toll. Weil der Tempel schon abgeschlossen ist. Was bringen mir denn diese Quatschbirne dann? Die ist ja komplett useless, oder? Oder muss ich mit irgendjemand anderen noch reden? Aber die anderen hatten mich ja alle verstanden. Er war ja der Einzige, der mich nicht verstanden hat. Und jetzt macht er nur Punkt, Punkt, Punkt. Und vorher stand da Kavitschavik. Keine Ahnung. Okay. Falls hier doch noch irgendwas ist, mit wem ich reden sollte, wo ihr denkt, da kriege ich noch ein Item, dann sagt mir gerne Bescheid. Für mich ist das jetzt aber erstmal abgehakt von der Liste. Ich dachte, wir kriegen hier noch ein schönes Item. Aber nö. Okay, dann haben wir beim Tal der Königsfamilie auf jeden Fall noch was. Und ich warte halt einfach nur drauf, dass wir irgendwo noch ein Schild haben. Weil dann haben wir so viele Punkte, die wir nochmal abklappern müssen. Das ist schon ordentlich nochmal Stuff dann. So. Genau, wir müssen einmal hier rüber. Und ins Tal der Königsfamilie. Da gibt es noch zwei Sachen zu holen. Da habt ihr mir auch fleißig geschrieben. So, einmal kommt man da wohl zu einer großen Fee. Und einmal müssen wir nochmal den Wald betreten. Rückwärts quasi. Und da kann man wohl auch noch eine Schatzkiste erhalten.
So, das hier hatte ich halt nicht übersehen. Oder hatte ich übersehen? Hatte ich nicht gesehen. Geh weg, Geist. Hat sich aber komisch angehört. So, einmal Bombe bitte. Mal das. Hört sich so an und das. Okay. Einmal Bombe bitte. Gut. Genau, da haben wir nämlich nochmal eine Feenquelle. Was können wir denn hier machen? Können wir hier Geld spenden oder... Darf ich dir eine Frage über dein Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flammenelement war das erste, was du errungen hast, nicht wahr? Nein. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Ja, der heißt Albrecht. Ach so ist das. Nächste Frage. Melta und vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt. Boah, keine Ahnung. Ich sag mal ja. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man dir... Nee. Nein, die heißt Quatschbirne. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel? Nö, der hat einen roten. Du hast alle meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Ich habe 10 Bomben erhalten. Yo, geil. Danke für nix. Naja. Hätte ja was drin sein können, ne? Danke schon mal für diesen Tipp. Und jetzt sollten wir nochmal hier rein. Habt ihr gesagt? Ah, da brauche ich wieder die Fackel. Die Lampe. Ja. Wo ist das Schild? Und wir gehen einmal nach oben. Man müsste meinen, ich kenne den Weg mittlerweile auswendig, aber es ist ja schon ein paar Folgen her. Links. So, dann kommt, glaube ich, wie eben, ne? Links. Aber. Hier am Anfang, also oben. Rechts. Und dann kommt, glaube ich, das vorletzte Schild, also nochmal oben. Wie auf dem vorletzten Schild, genau. So, dann sind wir schon durch. So, und dann habt ihr gesagt, habt ihr mir geschrieben, wenn wir jetzt zurückgehen, dann sollen wir 3-mal nach links gehen und 3-mal hochgehen und dann würde wohl etwas passieren. Also 1. 2. Und ihr hattet auch gesagt, ihr wüsstet nicht, warum oder wie man darauf kommen soll. Ich habe auch keinen Plan. Weiß nicht, ob es da irgendjemanden gibt, der einem Hinweis gibt. Vielleicht Boris oder so. Jo. Hier gibt es dann halt einfach eine Schatzkiste. Vielen Dank für diesen Hinweis. Könnte halt echt ein wichtiges Item drin sein, aber leider nur blaue Rubine. Schade. Aber cool. Dankeschön. So, jetzt sind wir wieder oben. Ich weiß nicht. Ich rede mal kurz mit Boris. Vielleicht weiß der ja wirklich was. Vielleicht gibt der ja so einen Hinweis. Links, 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 oben, oben, oben. Den Rest im Weg habe ich vergessen. Da, da habt ihr's. Da bekommt man den Hinweis. Also einfach nochmal mit Boris reden. Dann bekommt man diese Schatzkiste. Wo im normalen Fall dann ein Herzteil drin ist. Oder was ist da normalerweise drin, Leute? Könnt ihr mir da helfen? So, das hätten wir auch. Tal der Königsfamilie kann ich wegstreichen. Dann das hier kann ich auch wegstreichen. Perfekt. Dann geht es weiter. Ich würde mal zum Haiersee gehen. Das ist hier. Richtig? Genau. Und zwar meintet ihr, ich soll mal hier tauchen? Warum soll ich hier tauchen? Hier ist nichts. Und ich soll mal die Büsche hier weghauen. Hä? Hä? Da passiert aber gar nichts. Warum soll ich da tauchen? Da passiert nichts. Sollte da was passieren, Leute? Schreibt mir nochmal in die Kommentare. Ihr meintet, ich soll da mal, soll das mal machen, eigentlich. Okay. Dann hat sich das auch schon wieder erledigt. So. Gut, hätten wir das. Dann gehen wir zu dem Schwertmeister mit den Fackeln. Der soll im Schlosshof auf uns warten. Und dann gibt es wohl noch einen Geisterschwertmeister, den soll man aber erst aufsuchen, wenn man bei allen anderen Schwertmeistern war, beziehungsweise alle Schwertrollen hat wahrscheinlich. Haben wir ja mittlerweile und ich gehe jetzt einfach auch nochmal sicher und besuche den letzten Schwertmeister auch nochmal kurz. Dann haben wir nämlich auch die alle besucht und dann wird man nochmal zu dem anderen Schwertmeister gehen. So, die Frage ist nur, wo war das denn? Wo war denn der Schwertmeister?
War der hier? Das sieht gut aus, oder? Genau, perfekt. Den hat man nämlich bisher ausgelassen. Damals hat man die Fackel noch nicht. Oder die Lampe. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du mir bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens? Let's go. Ein Herzteil. Bin ich zufrieden mit. Ja, und ein Herzcontainer sogar. Perfekt. Ja, ich weiß halt nicht, haben wir noch Herzcontainer, die wir finden können? Ansonsten würden uns ja jetzt noch 8 Herzteile fehlen. Das ist ja auch schon eine stattliche Anzahl. Wahnsinn. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nochmal kurz zum Tabanda-Sumpf. Und dort gibt es noch ein Grabmal. Da war ich auch noch nicht drinne. Warum auch immer ich da nicht drinne war. Habe ich irgendwie geöffnet und dann... Jo, tschüss. Bin ich einfach weggegangen. Habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, ob ich da eigentlich schon mal drin war. Das habe ich aufgeschoben und dann, ja, ciao. Bin ich einfach gegangen. Genau. Yo! Also zumindest ein Schild-Upgrade. Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Ach, endlich. Endlich, Leute. Endlich haben wir den. Ja, von Zelda vor allem. Lege ihn aufs Item-Menü, bla bla bla. Ich hätte das schon so lange haben können. Mann! Ach, guck mal, wie schön. Wir haben ein Schild. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht. Bist du willens? Jo. Okay. Bringt aber auch nichts. So, das Geile ist, wir haben jetzt den Schild. Das heißt, wir können nochmal viele Orte abklappern. Also sehr viele. Also eigentlich alle. Ich glaube, auch direkt hier war noch einer, ne? Ich erinnere mich düster. Und ich glaube, das war aber auch der letzte dann. Also es ist wirklich nur noch ein Ort. Hier im Sumpf. Und zwar, ich glaube, hier in der Höhle war es sogar. Oh, geil. Gutes Gedächtnis heute. So, was verkaufst du mir? Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch Pfeile für 30 Rubine. Keine Ahnung, ich kaufe mal. Ja, sind wirklich nur Pfeile. Okay. Ja, ansonsten müssten wir, glaube ich, hier in dem Sumpf alles erledigt haben. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, falls es nicht so ist. Aber ich glaube, wir sind hier kompletto durch. So, ich versuche jetzt nochmal alle Punkte systematisch durchzugehen. Aha, systematisch. Der war gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Heinz habt, wo noch was sein könnte, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt froh, dass wir jetzt erstmal den Schild gefunden haben. So, ich erinnere mich, hier war auf jeden Fall auch einer. Dann auf dem Gongolberg, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Los, schieß deine Nuss. Ist auch ganz komisch, dass man die nur 10 Bomben, 20 Bomben. Ich habe nichts mehr zu verkaufen, na toll. Okay, bis jetzt haben sie nur Struts. Was hier? Waren wir da schon? Ja, ne, damit sind wir damals zum Tabanda-Sumpf gekommen, glaube ich. Okay, das hätten wir dann auch. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal zum Gongolberg. Aber ich habe düster im Gedächtnis, dass auch im Wald und überall waren noch so kleine Sachen mit Deko-Kerlen und so weiter. Also wir haben schon noch ein bisschen was zu tun. Der Bele-Hochebene. Das ist ja nur ein Tipp. Mensch. Wir müssen auch zum Gron noch. Eigentlich könnte man das direkt mal machen, oder? Vielleicht hat er nämlich direkt ein Upgrade für uns. Aber ich glaube, ich würde da mal einen Save Point machen lieber. Ah ne, da will ich nicht hin. Dann war es der nächste. Der hier wahrscheinlich. Ich würde hier mal kurz einen Save Point machen, weil ich habe sonst Angst, dass der vielleicht mein Schild ist und dann bekomme ich kein neues. Weil vielleicht gibt er mir ja nicht das Upgrade, wenn er wisst, was ich meine. So, ich glaube, wir müssen allgemein nochmal überall in die Höhlen so ein bisschen durchstromern. Aber das Gute ist, theoretisch könnten wir jetzt ins Schloss gehen und könnten das Game, denke ich, beenden. Das heißt, wir sind hier auch im Finale, Leute. Ein bisschen traurig ist es ja schon,
Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Hast du zufällig schon mal ein Schild gesehen? Schilde gelten unter den Eisengourmets der Goronen als wahre Delikatesse. Ah, ich würde so gern eins probieren. Ja, hier. Aber der will nicht. Kann das sein, dass der das im Randomizer nicht macht? Ich hab doch eins. Oder will der ein Eisenschild? Vielleicht will der ein Eisenschild. Vielleicht will der das Upgrade und dann kriege ich das Spiegelschild. Ah, man weiß es nicht. Okay, wir gehen mal hier hin. Ihr habt gesagt, da gibt es auch noch viel zu tun. So, da geht's in den Dungeon, da müssen wir nicht rein. Ich würde mich mal kurz klein machen und würde hier mal zur Schmiede gehen. Der Part ist auch rum übrigens. Vielleicht haben nämlich irgendwelche Leute hier drinne noch irgendwas für mich zu tun oder zu geben, weil normalerweise kriegst du ja hier das Schwert der Vier auch. Das schmieden die ja für dich, glaube ich. Dementsprechend, ich würde hier mal ganz kurz mit allen reden. Ob vielleicht noch irgendeiner Bock auf mich hat. Nö. Ich muss auch nochmal sagen, wir werden hier nicht zwangshaft auf die 100% gehen. Wir werden es natürlich versuchen. Aber falls wir jetzt hier irgendwie sagen, jo, wir finden jetzt was nicht, dann... Ich werde jetzt keine zwei Folgen damit verbringen, irgendwas zu suchen. Dafür fehlt mir aktuell auch einfach die Zeit. Mal mit den Leuten reden, nochmal umgucken und über die Berge ziehen und nochmal die Höhlen erforschen, da bin ich voll dabei. Aber wenn ich da halt nichts gefunden habe, dann werde ich mich da jetzt nicht großartig weiter mit beschäftigen. So viel erstmal dazu. Ich weiß aber, dass ihr gesagt, guck mal, hier ist nämlich das Schwert. Theoretisch bekommen wir das jetzt nicht. Nämlich, ne? Ja, kriegen wir nämlich noch ein Herzteil, sehr schön. Das bedeutet... Gibt's mir sonst noch was? Nee. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall noch drei Herzteile zu finden. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwo noch einen Herzcontainer finden. Das wäre toll. Ja. Okay, aber kann ich nicht auf der anderen Seite auch irgendwie durch? Oder geht das nicht? Kommen wir da nicht raus auf der anderen Seite irgendwie? Geht das nicht? Ja, wir machen gerade Überlänge, ich weiß. Kommt man hier nicht einfach durch? Nee, ne? Hey, wie kommt man denn auf die andere Seite? War da nicht noch was irgendwo? Nö, sieht nicht so aus. Nö, gut, dann, ach doch, hier, guck mal. Aha. Dann würde ich halt sagen, wir gehen einfach nochmal durch die ganzen Gebiete durch, gucken nochmal alles an, jede Höhle. Und hoffen, dass wir irgendwo vielleicht noch irgendwas bekommen können. Weil hier waren auf jeden Fall noch mehr Deku-Kerle. Da bin ich mir relativ sicher. So, zack, das schiebt man mal zur Seite. Dann gehen wir mal hier rein. Aber ich würde sagen, Leute, wir machen dann erstmal in der nächsten Folge weiter. Dadurch stromern wir nochmal ein bisschen die Welt, gucken, ob wir noch ein paar Deku-Kerle finden und so weiter und so fort. Und dann sind wir hoffentlich im nächsten Part etwa bereit dafür, dass wir in Schloss Hyrule eindringen können. Da wird es ja auch nochmal ein paar Schatzkisten geben und so weiter. Irgendwie so. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und ich gucke nochmal, dass ich hier irgendwie mal kurz... auf eine sichere Ebene kommen. Ich hoffe, hier ist vielleicht sicher. Naja. Den lege ich mal noch schnell um hier. So, zack. Zack. Alles klar. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Diminish Cap Randomizer. Tschüss. Ja, komm, hier geht weg, Leute. Ciao.